Die Cold Card ist die sicherste und beste Cold Card, die es gibt. Es ist ein Bitcoin Wallet Signierer. Es ist ein Signierer, ein Schlüsselsignierer. Und Rodolphe und sein Team haben wirklich ein unglaublich tolle Arbeit geleistet. Ob sie schon ein Cold Card haben, sei es jetzt die klassische MK4, also letzte quasi klassische Version, oder die Q, die ich heute besprechen werde oder beziehungsweise synchronisieren werde auf Deutsch, nämlich die Anleitung oder der Leitfaden des Tutorials von BTC Sessions, Ben Perrin. Ja, hängt davon ab natürlich. Sie können bei der alten bleiben, Sie können aber auch die Cold Card Q kaufen. Ich persönlich habe es noch nicht. Aber es scheint die Funktion von der Funktionalität von der praktischen Handhabung vielleicht für besonders vielleicht für Anfänger leichter zu sein. Bevor wir überhaupt in dieses Tutorial eintauchen, wie immer, die erste Frage ist, woher bekomme ich die Bitcoin? Also ich rate immer von Exchanges ab, wo sie sich identifizieren müssen. Ja, es gibt ja quasi sehr ganz strikte, aber auch ganz leichte KYC-Identifizierungsverfahren. Aber am besten wirklich, solange Sie Möglichkeit haben, bis zu 252 Euro, wenn das noch in Österreich zum Beispiel geht, im EU-Raum oder wie auch immer, ohne KYC, ohne die Handynummer preisgeben zu müssen, einfach nur kleinere Beträge kaufen oder Azteco Bitcoin Vouchers kaufen, online über Telegram. Dafür gibt es auch Links, die ich immer wieder in meinen Shownotes habe. Und die kann man on-chain oder mit Lightning, mit Ihrem Mobile Wallet dann einlösen. Aber natürlich gibt es auch die Exchanges, aber wie gesagt, ich würde davon abraten. Es gibt diverse Spezialtutorials oder quasi für die Vorführung diverser Funktionen und für Fortgeschrittene, aber auch von BTC Sessions, die werde ich gegebenenfalls in weiterer Folge auch synchronisieren, übersetzen. Ansonsten ist das hier die Seite von CoinKite, wo sie die. Es gibt aber auch einen Lieferanten über EU, aber den habe ich jetzt nicht bei der Hand. Aber das offizielle Geschäft, der Online-Store von CoinKite, Cold Card, hier das MK4 und hier ist ja die Cold Card Q, ja, die neueste. Dafür und natürlich die diversen zugehörigen Accessoires, also Super Micro SD Industriell Grade am besten kaufen, ja, Industrial Grade und diverse andere, ja, Kabel mit Akku verbunden. Für die Cold Card Q braucht man jetzt also kein Schnickschnack mehr. Man kann das einfach mit drei AAA-Batterien versorgen, von der Energie her. Die Cold Card Q ist ein Hardware-Gerät, mit dem Sie Ihre Bitcoin sicher offline sichern können. Heute werfen wir einen Blick auf die Q, eine Wiederholung quasi eines früheren Produkts von CoinKite, den gleichen Leuten, die Ihnen die Original Cold Card, zum Beispiel MK4, gebracht haben. Dinge wie Tab Signer, viele andere Funktionen, Bitcoin Extra. Sie werden also einen Blick auf die Herangehensweise des Anfängers an die Cold Card-Karte werfen. Q werden das, wir werden das Gerät einrichten, das für Transaktionen verwendet wird. Und die Wiederherstellung des Backups, damit Sie sich auf Ihre Bitcoin-Speicher- und Sicherheitspraktiken verlassen können. Und dies ist nicht das erste. Und ich erwarte eine Reihe von Videos, die die Warteschlange in all ihren Iterationen abdecken, je nach ihren Vorlieben. So, was sind die Prärequisiten, die Voraussetzungen, um in dieses Tutorial einzutauchen? Also beginnen wir also mit den Voraussetzungen, was Sie wissen müssen, um dieses Tutorial, um diese Leitfaden erfolgreich sozusagen zu verfolgen und zu lernen. Aus der Perspektive eines Anfängers gibt es auch einige Kenntnisse, die für Sie von Vorteil sein werden. Erstens, wo erhalten Sie Bitcoin? Je nachdem, wo Sie sich auf der Welt befinden. Also jetzt für Europa, EU. Ich würde auf jeden Fall empfehlen,
Non-Nicht-KYC ist, wo Sie sich nicht identifizieren. Also bitte vermeiden Sie, soweit es möglich, bitte einfach vermeiden Sie, soweit es geht, bitte jegliche Exchange, wo Sie sich identifizieren müssen, wo Sie all Ihre Daten preisgeben müssen. Also am besten Bitcoin-ATMs, BISC, dezentralisiertes Exchange oder Azteco, Bitcoin-Vouchers, die Sie dann einlösen können mit jedem Wallet, On-Chain oder Lightning. Dafür gibt es spezielle dann noch Workshops und Tutorials dafür auch auf meinem Kanal. Und einfach wichtig ist, wo bekommen Sie die Bitcoin zunächst mal her? Und einige einfach grundsätzliche Funktionen senden, empfangen. Also keine Hexerei. Das sollten auf jeden Fall, diese Aufklärung ist auf jeden Fall notwendig, um in dieses Video einzutauchen. Und zusätzliche Schnickschnacks und Funktionen, erweiterte Funktionen der Cold Card Queue. So, und da gibt es noch natürlich eine Reihe von Videos und natürlich auch von BTC Sessions, die Sie nutzen können. Aber der Ben BTC Sessions oder Ben Perry macht das alles also getrennt, spezialisiert, also für die erweiterte Funktionen. So, was kann jetzt die Cold Card tun oder machen? Also, damit Sie wissen, um damit halt umzugehen, muss es jetzt natürlich den Zweck eines solchen Geräts zunächst mal lernen. Nicht nur eine Bitcoin-Wallet-App auf Ihrem Telefon, müssen Sie genau herausfinden, was ist ein Bitcoin-Wallet. Ein Bitcoin-Wallet ist eigentlich ein Schlüssel, ein Schlüsselsignierer. Signiert einfach, ja. Denn das Geld, Bitcoin praktisch ja, ist ja ein globales Hauptbuch oder ja, eine Art Kontobuch und es ist auf der Blockchain Ja, die Hardware Wallet oder jede Bitcoin Wallet für ein Telefon verfügt grundsätzlich über einen Schlüssel, mit dem Sie Ihr Geld entsperren können auf dem globalen Hauptbuch oder Kontobuch, sodass Sie bestimmte Geldbeträge entsperren und einen beliebigen Ort versenden können. Solange Sie diese Schlüssel zu diesem bestimmten Geld mit einer App auf Ihrem Telefon oder einer App auf Ihrem Computer haben, diese Apps befinden sich auf Ihrem Computer. Wenn Ihr Telefon oder Ihr Computer gehackt, werden sollte, ja, was man auf jeden Fall immer vermeiden kann, und sich dafür schützen. Also die Schlüssel sind auf diesen Geräten und es ist natürlich mit dem Internet verbunden. Das bedeutet, dass die Schlüssel, ja, wenn Sie so etwas wie eine Cold Card haben, diese Cold Card, zum Beispiel die Cold Card Queue, bewahren Ihre Schlüssel auf sichere Weise auf, sodass niemals niemand direkt ein mit dem Internet verbundenes Gerät weitergegeben werden. Sie erfassen lediglich Informationen, geben eine digitale Signatur ab, um zu beweisen, dass Sie diese Gelder bewegen dürfen, werden grundsätzlich nur die von Ihnen angegebenen Gelder freigeschaltet und dann an den von Ihnen angegebenen Ort gesendet. Es ist nicht anfällig für einen digitalen Angriff, sodass niemand Ihre Cold Card aus der Ferne hacken kann, weil dieses Gerät ist nicht online. Was passiert, wenn Sie dieses Gerät verlieren? Nun, was Sie hier sehen werden, ist, dass wir im Setup tatsächlich ein kleines Backup enthalten, und zwar in Form von englischen Wörtern, normalerweise 12 oder 24 englische Wörter, in eine Sequenz. Und was das ist? Das ist eine Kopie des Schlüssels, der auf diesem Gerät gespeichert wird. Sie können ihn also wie einen Ersatzschlüssel vorstellen. Vielleicht haben Sie einen Ersatzschlüssel für Ihr Haus und Sie haben einen Ersatzschlüssel für Ihre Bitcoin. Außerdem gibt es einen Schlüssel auf diesem Gerät und einen gesicherten Schlüssel, der normalerweise auf Papier geschrieben oder in Stahl geätzt ist. Auch dafür gibt es viele Optionen, die jedoch sicher und normalerweise getrennt vom Hardwaregerät selbst aufbewahrt werden. Was passiert also, wenn dieses Gerät kaputt geht oder Sie es verlieren oder es passiert irgendetwas Schlimmes? Diese Wörter sind eine wörtliche Kopie des Schlüssels, also 12 oder 24 Wörter, und Sie können Ihr gesamtes Geld mit diesen Wörtern zurückgehalten, indem Sie entweder ein neues Gerät kaufen, diese Wörter eingeben, um sie wiederherzustellen, oder diese Wörter auf ein anderes oder anderes Gerät übertragen. Sie können sogar eine Wallet erstellen und diese einsetzen, um wieder Zugriff auf Ihr Geld zu erhalten. Das Wichtigste bei Ihren Backups ist, dass Sie Ihre Seed-Phrase, also Ihre Wörter bekanntlich nicht in digitaler Form aufbewahren. Also möchten Sie diese nicht notieren, irgendwie digital, sondern irgendeinem Cloud oder sonst irgendwas, sondern in physischer Form, auf die Sie nicht aus der Ferne zugegriffen werden kann. Wenn Ihre Cloud gehackt wird, geben Sie nicht, ja, also Ihre Schlüssel sind dann verloren. Also diese Schlüssel für den Backup-Prozess müssen wir also zunächst mal einrichten. Bewahren Sie diese Wörter bitte sicher auf, aber auch hier einen Schlüssel zu Ihrem Geld.
ist sie enthalten und die Wörter werden als Ersatzschlüssel dienen. Das ist also die Funktion dieses Geräts und das ist, was wir heute erreichen. Ein paar weitere Randnotizen. Sie erfahren alles darüber, wie Sie Transaktionen senden, empfangen und wie Sie Ihre Sparrow Wallet einrichten. Wie funktioniert Sparrow Wallet? Spielen dabei eine App auf Ihrem Computer, die Sie herunterladen und mit der Sie Ihr Guthaben sehen können. Sie können Ihr Guthaben aufstocken, aber auch um Geld an einen anderen Ort zu senden. Benötigen Sie also den Schlüssel, um diese Gelder freizuschalten. Deshalb möchte ich, dass Sie über alles nachdenken, was wir heute damit machen. Lassen Sie uns in die Einrichtung Ihrer Cold Card eintauchen. Also die PIN sozusagen einrichten mal mit der für die Cold Card Queue beginnen wir also mit einer Fresh. Also ja, also wir fahren das Gerät mal hoch. Es sind drei AAA-Batterien, mit der es Strom versorgt. Sie können es möglicherweise über den USB-C an der Unterseite vom Strom auch versorgen, aber so oder so machen wir es. Dieses Ding so, damit wir es zur Bedienung einschalten können, gibt es oben links einen Ein- und Ausknopf. Wir drücken ihn einfach und los geht's. Also, hier geht's los, indem Sie dieses Produkt verwenden, für das Sie unsere Bedingungen akzeptieren, bla bla bla, Verkauf, Nutzung, lesen Sie das vollständige Dokument also weiter durch, URL, zu der Sie Eingabetaste drücken, Bestätigung, Bedingungen und so weiter. Wir drücken einfach die ja, Navigation hier in der Mitte und an der Seite auf und ab, geht's ja, in der Mitte sowie links, rechts. Wir werden hier die Eingabetaste drücken. Ihre neue Cold Card sollte versiegelt, also in eine Tüte mit der oben genannten Nummer kommen. Notieren Sie sich bitte kurz jetzt, ja, vergleichen Sie die Zahlen, damit man sieht, dass es nicht manipuliert wird. Und meine Tasche hat tatsächlich oben aufgeführte Nummer. Okay, jetzt wählen wir einen PIN-Code, den Sie normalerweise erstes bei einer normalen Eingabe geben. Also das gleiche gilt ja, also drücke ich bei der Auswahl des PIN-Codes die Eingabetaste. Jetzt nur eine kurze Erläuterung, wie dieser PIN funktioniert. Er wird aus zwei Teilen bestehen, einem Präfix und einem Suffix. Also Vor- und Nach-PIN. Jede PIN besteht aus 2 bis 6 Ziffern in numerischer Form. Ein Beispiel zum Beispiel könnte eine 2, 3, 4, 5, 6, ja, gefolgt von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwischen diesen Teilen erhalten Sie etwas, was sich Anti-Angel-Wörter quasi, und wenn Sie dieses Präfix oder den Anfang des Stifts eingeben oder Ihres Codes, werden Sie richtig sehen, dann jedes Mal, wenn Sie diese Code eingeben, dann sehen Sie, ob Sie jetzt falsch liegen oder nicht, nachdem Ihre PIN bereits eingerichtet haben und Sie im nächsten Mal anders angezeigt wird, bedeutet dies, dass entweder die Nummer 1 falsch am Anfang Ihre PIN eingegeben habe oder Nummer 2, jemand hat Ihr Gerät manipuliert. Ja? Also in den meisten Fällen wird es die erste sein, aber wenn Sie wiederholt den Anfang Ihrer PIN eingeben, haben Sie entweder völlig vergessen, weil Sie die falschen Wörter verstanden haben oder jemand hat mit dem Gerät gespielt, manipuliert. Also ist es der Zweck des Anti-Angelns-Wörter, Präfix, Suffix, das sind die Wörter dann, die dann auftauchen lassen. Also lassen wir uns das Ganze einrichten. Wir drücken die Eingabetaste. Achtung, es gibt absolut keine Möglichkeit, eine Stecknadel hier zurückzusetzen. Also, ja, werde die 6 drücken. Los geht's. Als erstes Teil des Stifts werde ich einen wirklich einfachen Teil machen. Also zunächst mal ersten Code. Ja, ich drücke auch die Eingabetaste. Das sind meine unten aufgeführten Anti-Angel-Wörter, Setup. Und ich gebe den zweiten Teil des Stifts ein und drücke die Eingabetaste. Noch einmal der erste Teil Ihrer PIN und wir bekommen die gleichen Anti-Angel-Wörter. Jetzt fügen wir den nächsten Teil ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich drücke die Eingabetaste und es wird gespeichert. Wenn Sie sie falsch eingegeben haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Wir wissen also, dass unsere PIN eingerichtet ist und dies jetzt die PIN für das Gerät sein wird. Falls wir es jemals ändern möchten, können wir das nachträglich tun. Aber es ist jetzt so, wie wir das jetzt gemacht haben. Also, wie entsteht jetzt die Seed-Phrase, also 12, 24 Wörter? Wir gelangen jetzt zu unserem Hauptbildschirm. Hier haben wir eine PIN für das Gerät zugewiesen, aber wir haben noch keine Schlüssel auf diesem Gerät. Wir müssen einige erstellen, damit wir ein Menü für uns haben. In den Einstellungen werden wir neue Seed-Wörter, ja, die 12 oder die 24 auswählen und die Eingabetaste drücken. Jetzt haben Sie hier einige Optionen. 12, 24
Wörter mit Hinzufügen von Würfeln. Man kann das auch noch hinzufügen, um die Entropie zu steigern, quasi die Würfelfunktion, zusätzliche Zufälligkeiten generieren. Ja, also das kann man immer zusätzlich tun. Wir werden das heute nicht tun, was den Unterschied zwischen 12 und 24 Wörter betrifft. Technisch gesehen ist es offensichtlich einfacher, eine Phrase mit 12 Wörtern zu erraten, als eine Phrase jetzt mit 24 Wörtern, aber die Wahrscheinlichkeit, auch nur eine 12-Wörter-Phrase, also aus den 2048 möglichen Wörtern zu erraten, die es für jede Iteration geben könnte, das Richtige zu machen und irgendjemanden die Seed-Phrase für eine Bitcoin-Wall zu erraten, ist so klein, dass ich es nicht einmal wirklich ausdrücken kann. Es ist so, als würde man versuchen, ein einzelnes Sandkorn in der Milchstraße zu finden. Das wird einfach nicht passieren. Also haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie 12 Wörter wählen. Ich werde also heute für dieses Beispiel, das es generiert wird, einen Satz mit 12 Wörtern einfach erstellen. Meine Startphrase wird zufällig durch die Software in der Cold Card angezeigt. Ich sehe jetzt 12 Wörter, die gerade von mir eingegeben wurden. Ich werde diese auf ein Blatt Papier notieren, Verzeihung für mein chronisches Husten, und dann noch durchgehen und dann noch überprüfen. Machen wir es also. Ja, eine Reihe. Ja, also ich schreibe mir das Ganze auf, bitte. Ja, keine Kameras, nicht laut aussprechen und so weiter. Ja, also ganz paranoid sein. Ich schreibe das Ganze auf, dann werde ich ja die Eingabetaste drücken. Dann systematisch nacheinander werde ich dann fragen, was die Wortnummer ist, und hier eine Nummer auf einfügen. Und sie werden auch nach dem Zufallsprinzip dann generiert. Hier heißt es als halt beispielsweise, dass das Wort Nummer 8 ist. Und es gibt mir drei Optionen, die ich mir gerade ansehe, Liste hier. Und ich kann sehen, das Wort Nummer 8, ja, arm war. Und daher kann ich in dieser Liste, ja, also zweite Option, also wenn ich Nummer, bla bla und so, es geht immer, ja, und das füge ich dann, bis ich alle 12 Wörter geschrieben habe, nachdem wir alle 12 Wörter richtig beantwortet haben, sehen wir uns an einem kurzen Bewerbungsbildschirm dann, ja, für die besten Sicherheitspraktiken konfiguriert, verschiedene Funktionen, ja, USB, NFC, virtuelle Festplatte, alle unterschiedlich. Optionen, die Sie mit Cold Card verwenden können, sind derzeit deaktiviert. Wenn wir also nach unten scrollen, wird angezeigt, dass Sie diesen unter sogenannten Hardware ein- und ausschalten nennen können. Wir werden also darum kümmern, je nachdem, wie wir die Cold Card heute verwenden möchten, also werde ich es tun. Drücken Sie jetzt einfach die Eingabetaste und wir werden uns unserem Hauptbildschirm weitergeleitet. Dies wird der Hauptbildschirm sein. Jedes Mal, wenn Sie die Cold Card einschalten und Ihr PIN eingeben, wird Ihr Standardbildschirm angezeigt. Oben wird angezeigt, dass Sie sich anmelden können. Nachfolgenden Menüpunkte. So, jetzt verbunden mit Sparrow Wallet, also installieren und den Link zum Cold Card. Also unten zeigen wir jetzt eine einfache Möglichkeit, die Cold Card Q zu verwenden, die mit Hilfe der Sparrow Brieftasche direkt an den Computer angeschlossen wird. Und so werden wir zunächst die Sparrow Brieftasche von sparrowwallet.com herunterladen, die in den Shownotizen verlinkt ist. Wenn Sie wieder auf den Hauptbildschirm ankommen, gibt es oben rechts einen Download-Button. Da können Sie herausfinden, um welches es sich handelt. Das Beste für Sie ist, dass ich einen, ja, also hier ein Mac, aber sonst Windows, zwei verschiedene Optionen. Wenn Sie also nicht sicher sind, ob Sie auf welcher Betriebssystem, also auf einem kleinen Bildschirm wie diesem, den ich hier oben sehe, steht M1. Wenn es sich um ein neues Modell handelt, könnte es sich um N3 handeln, aber hier gilt es das Gleiche. Andernfalls könnte Intel stehen, sodass Sie wissen, welches Sie davon benötigen. Wenn Sie unter Windows, würde ich sagen, holen Sie sich einfach die Installationsprogramm, laden Sie es herunter, installieren, ja, auf Ihrem Computer. Ich klicke also hier drauf, es wird in meine Downloads aufgenommen, ob jetzt Mac oder Windows. Ich öffne einfach die Datei, heruntergeladen wurden, los geht's. So, ich klicke jetzt drauf. Es öffnet sich und erscheint dieser kleine Bildschirm hier. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, nehmen Sie hier buchstäblich das Sparrow-Logo, ziehen Sie es in die Anwendungen, lassen Sie es los. Jetzt habe ich bereits installiert, sodass ich nicht fortfahren oder tun muss oder sonst irgendwas. So, es wird eine Anstellung in Anwendung installiert. So, jetzt können Sie ja, das jetzt herausfinden in Ihren Fenstern und nach Sparrow suchen, darauf doppelklicken, um es zu öffnen, was ich jetzt tun werde. So, Sie erhalten jetzt ein sehr einfaches und ja, ein Bildschirm hier. Es wird einen Einführungsbildschirm für die Sparrow-Bierflasche geben, der durch eine Reihe von Dingen einfach führt. Sie können einfach über die blauen Tasten drücken und den gesamten Vorgang durchgehen.
um die Dinge einfach dort einzurichten. Eine Sache, die sie tun sollten, wenn sie ganz neu bei Sparrow sind, ist, dass sie zu jetzt dorthin gehen, zum Beispiel auf Mac ist es anders, aber in Sparrow-Einstellungen finden sie wahrscheinlich unter Dateieinstellungen oder irgendwas Einstellungen oder so, finden sie Einstellungen und gelangen zu Server. Ja, das ist, wonach sie suchen. Sie bearbeiten die bestehende Verbindung und wählen einfach einen öffentlichen zunächst einmal, ja, bevor sie es im Full Node verbinden. So, ich gehe davon aus, dass es im Moment nicht der Fall ist. Also, wenn Sie Ihre Codekarte beginnen und das ist in Ordnung so, Sie müssen also nur die Testverbindung drücken, die erforderlich ist, eine Sekunde, und das ist auch im Setup enthalten. Also, es ist wirklich Selbsterklärung. Setup-Bildschirm durchgehen, haben die Möglichkeit, also die Verbindung zum öffentlichen Server. Ein Moment sollte es wenig grün werden, so markieren Sie das Häkchen und dann können Sie auf die Schaltfläche schließen, klicken, das kleine grüne Häkchen sieht dann genauso aus. Wenn Sie dann auf Schließen klicken, sehen Sie, wie diese kleine Schaltfläche unten rechts gelb wird und dann nach rechts verschwindet. Und es wird verbunden, angezeigt und der Knoten, mit dem Sie sich dann verbunden haben, wird dort aufgelistet. Abgesehen davon lassen Sie dies vorerst stehen und wir springen zuerst zu unserer Cold Card Queue und holen. So, wenn Sie die Karte jetzt an unseren Computer angeschlossen ist, müssen wir es erst mit der Cold Card vorgehen, bevor wir sie verwenden können. Bevor es an den Computer angeschlossen ist. Wir müssen also nach ganz unten zu der Einstellung gehen und die Eingabetaste drücken und dann auf Hardware ein- und ausgehen. Und wir haben das vorhin schon gesehen. Wir werden die Eingabetaste drücken, USB-Anschluss oben aktivieren. Also gehen wir mit der Eingabetaste auf die Standardeinstellung zurück und das ist alles gut so. Drücken wir einfach die Abbrechen-Taste, um zu gelangen, zurück zu unserem Hauptbildschirm. Abbrechen, abbrechen. So, und sind wir zurück zum Hauptbildschirm. Also geben wir uns einfach hier wieder ein. Unser Hauptbildschirm beginnen wir mit Meldung bereit zum Unterschreiben. Und dies ist an dieser Stelle sozusagen unser zentraler Knotenpunkt für die Navigation, unsere Codecard. Wir können und hätten es früher tun können, aber wir können unsere Codecard an jeden USB-C an unseren Computer anschließen. Also ist dies ein USB-C-Anschluss an der Unterseite der Codecard. Jedes USB-C-Kabel, das zur Datenübertragung geeignet ist, funktioniert für Ihren Computer völlig in Ordnung. Seien Sie sich bewusst, dass die magnetischen Dongles, also keine Daten übertragen, wenn Sie also versuchen, einen kleinen magnetischen Dongle herzustellen und tatsächlich eine Verbindung mit dem Computer herstellen und Sie Probleme haben, dann ist das der Grund, das ist, da diese nur für Stromversorgung und nicht für Daten gedacht ist. Also es ist für Daten in Ordnung, also stecke ich es unten in die Coldcard. Und das war's dann im Grunde. Wir können loslegen und jetzt können wir einfach das, ja, rüberspringen zu unserem Computer und nutzen Sie die Callcard, damit man quasi in der Sparrow Brieftasche sichtbar ist. Also wir haben die Sparrow Geldbörse auf unserem Computer. Wir haben unsere Callcard eingesteckt. Was wir jetzt tun werden, ist, dass wir im Sparrow eine Brieftasche anlegen und Ihren Namen eingeben. Der Einfachkeit halber nenne ich das einfach Q, ja, Callcard Q. Die allgemeine Regel für Sparrow in diesem gesamten Tutorial lautet: Klicken Sie im Zweifelsfall auf die blaue Schaltfläche. Wenn ich im Navigationsmenü gehe, sofern nichts anderes angegeben, also klicke ich auf die blaue Schaltfläche Brieftasche erstellen. Ja, und das ist ja, das ist ein Bildschirm. Sie müssen nicht allzu viel darüber wissen, was für einen vor Ihnen liegt. Eine verbundene Hardware-Wallet und diese verwenden möchte. Wir haben also mit dem Computer verbunden, also klicken wir auf die Schaltfläche verbundene Hardware-Wallet und dann auf die blaue Schaltfläche scannen. Dadurch wird nach der Callcard gesucht und ich kann jetzt sagen, Schlüsselspeicher importieren, der Daten von der Callcard Abruf, sodass Sie den Kontostand sehen und zum Kontostand hinzufügen können und ob Sie die Callcard zum Ausgeben, der Restbetrag importiert, ja, ganze Reihe unterschiedlicher Informationen. Wie fühlt das jetzt alles aus? Sie müssen im Moment nicht allzu viel über dieses Zeug jetzt wissen. Sie wissen nur, dass Sie die notwendigen Daten von Ihrer Callcard jetzt erhalten haben und wir können jetzt in Schwarze treffen. So, anwenden dieses Passwort, so dass Sie jetzt fragt, ob Sie es einrichten möchten. Wollen Sie ein Passwort, das nichts mit der Ausgabe zu tun hat? Wenn Sie also befürchten, dass jemand auf Ihrem Computer zum Beispiel einen Sparrow öffnet und nur Ihren Kontostand sehen möchte, dann denken Sie dann, Sie können nichts davon ausgeben. Ja, es kann nichts also gesendet werden, es sei denn, Sie haben die Callcard und die PIN. Ja. Also wenn Sie nur das Guthaben schützen wollen und es nur sehen möchten, dann können Sie für dieses Tutorial ein Passwort hinzufügen. Ich werde das jetzt umgehen und Nein sagen. Brauchen wir kein Passwort. Damit werden Sie feststellen, dass die gesamte linke Seite des Bildschirms jetzt blau wird. Alle diese Schaltflächen sind jetzt anklickbar und das bedeutet, dass wir jetzt im Grunde bereit sind. Also, lasst uns jetzt das neu orientieren. So, Sparrow Wallet Überblick.
Von dieser Hauptseite aus gehen wir also zum Haupthub vom Sparrow. Ja, wir werden jetzt auf die Transaktionen klicken und dies ist Ihr Startbildschirm. Was Sie also sehen, ist Ihr Kontostand in den Sets oben, die im Moment natürlich null sind, steht darunter etwas, das Mempool sagt, was im Grunde, wie viel vom Guthaben jetzt in Gesamtguthaben ist, wie viel davon eine brandneue Transaktion ist, die auf Bestätigung wartet und bestätigt wird, bestätigen Sie es schließlich, ja. Wenn ich also sagen würde, dass ich nicht weiß, dass 50 Millionen Sats in der Bilanz aufgeführt sind und 25 Millionen Sats im Mempool aufgeführt sind, bedeutet dies, dass die Hälfte meiner 50 Millionen Sats neue Transaktionen sind, die darauf warten, bestätigt zu werden. Okay, jetzt unten jetzt sehen Sie sich die Transaktion an. Es gibt einen Zähler, den wir im Moment hier auf Null haben. Sobald wir anfangen, Transaktionen zu empfangen, werden Sie hier in diesem Feld, diesem weißen Feld hier aufgelistet. Sie werden dann Datumsbeschriftung, auch Wertsaldo, diese Dinge, all das aufgelistet haben. Außerdem erhalten Sie eine nette kleine Grafik unseres Kontostands im Laufe der Zeit. Sobald wir unten auf der Linksseite eine haben, die beiden wichtigsten Dinge, die Sie verwenden werden, sind der Sendebildschirm und der Empfangsbildschirm. Und zu diesen kommen wir also, sobald wir fertig sind, fangen wir also an, diese zu verwenden. Es gibt auch einen Adressbildschirm, denn alle Ihre Empfangsadressen oder die ersten 20 oder Änderungsadresse angezeigt, ohne zu tief jetzt in die Materie einzusteigen. Aber jedes Mal, wenn Sie eine neue Transaktion erhalten, wird dies dazu hinzugezogen. Sie können eine neue Empfangsadresse für Sie erstellen. Ja. Also es ist nicht gut jetzt für den Datenschutz. Lassen Sie also Sparrow einfach seine Arbeit erledigen. Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion erhalten Sie eine neue Empfangsadresse. Das ist eine gute Idee für die Sicherheit, ja, für Privatsphäre und dann um die UTXO zu verwenden. Ohne jetzt so im Detail zu gehen, im Grunde funktioniert Bitcoin nicht wie ein Bankkonto, bei dem es sich nur um ein Saldo handelt, sondern eher um ein Bargeld in Ihrer Brieftasche. Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion erhalten, wird tatsächlich ein bisschen ja. So, also zum Beispiel, ja, 5er, 10er, 20er, 50er, 100er und so weiter, Münzen und so weiter. Einzelne Münzen, die sich in der Brieftasche befinden, sind vielleicht nicht besonders jetzt toll als Vergleich, aber für Sie ist es doch relevant. Aber später kann es von Nutzen sein, wenn Sie Ihr Bitcoin quasi Spiel verbessern. Transaktionen, die gesendet und empfangen werden, werden dann Ihr Hauptbildschirm dann angezeigt, mit dem Sie dann ja Transaktionen empfangen. Also wie empfange ich jetzt Transaktionen? Also das Erste, womit wir uns befassen, ist eine Transaktion, die auf unsere Cold Card und in Sparrow, wie Sie schon erraten haben. Wir gehen hier links zum Empfangsbildschirm mit einem ziemlich einfach. Sie müssen einfach nichts darüber wissen. Dieser ganze Müll und im unteren Bereich. Also sehen Sie sie oben eine Adresse. Aha, okay, die Chancen stehen gut, dass Ihre mit BC1 beginnt und das sind alle Informationen, die jeder braucht, um Ihnen Bitcoin zu schicken. Durch einfaches Klicken auf die Schaltfläche kopiert werden, ja, kann es kopiert werden, ein QR-Code da kann man auch darstellen und jeder, der eine Handybrieftasche oder ähnliches hat, kann diesen QR-Code scannen und einfach die gleichen Adressinformationen, also sie wussten, wohin sie dann Geld senden sollen und zweitens haben sie ein Etikett, so eine Art, ja, Beschriftung, beste, ja, Praxis, also es besteht also der Sinn darin, von einer Börse, von einer Person, wer auch immer es ist, und es wird eben nur intern in Sparrow gespeichert, ihre eigenen Aufzeichnungen, die nicht in der Bitcoin-Blockchain abgelegt sind, niemand sonst kann die sehen, nur in der Sparrow-Wallet, alles klar, okay. Also, von wo aus Sie Bitcoin senden, hängt davon ab, was Sie tun. Aber die Chancen stehen gut, dass Sie es erhalten, Bitcoin von irgendeiner Quelle, wie etwa eine Online-Börse zum Beispiel, ja, also egal von wo, ja, zum Beispiel, ich habe hier Bull Bitcoin, das ist in Kanada als Beispiel, kanadische Bitcoin-Börse, aber ich wollte hier nur die allgemeine Idee aufzeigen. Also, wenn man Bitcoin an eine Börse kauft, geht das ein Teil, indem sie entweder Geld abheben oder vielleicht werden sie während des eigentlichen Kaufs nach einer Bitcoin-Adresse gefragt und wird dann ihr Geld an diese Adresse auf Bull Bitcoin zum Beispiel hier in dem konkreten Fall ist gesendet. Und da steht dann, hey, wie viel gibst du aus? Ich habe gerade 200 kanadische Dollar auf meinem Konto. Das gibt mir die Möglichkeit, ja, verschiedene Weise Geld abzuheben. Ich führe dann nochmals eine Bitcoin-Transaktion durch. Da steht jetzt, hey, wie lautet deine Bitcoin-Adresse? Ich füge also die Adresse, die ich kopiert habe, die kann ich dann überprüfen noch einmal.
Gute Idee, die ersten paar Ziffern, die letzten vielleicht nochmal zu überprüfen. Wenn ich zurück zu Sparrow Wallet geht, kann ich sehen, dass sie identisch sind. Damit für mich ist alles dann alles in Ordnung. Und jetzt sehe ich in Sparrow Wallet auch ein Memo, kann ich eingeben, ja, Notiz, woher das kommt. Also tippe ich einfach Bull ein und das reicht mir jetzt. Okay, also hier drüben Bull Bitcoin, das sieht für mich alles gut aus. So, ich klicke einfach auf Bestellung erstellen. Und es steht schon, schauen Sie, wir werden diese Menge Bitcoin, bla bla, an diese Bitcoin-Adresse senden. Sieht das für Sie gut aus? Es gibt eine Schaltfläche zum Bestätigen. Das klicken Sie auf Bestätigen und erhalten eine Quittung mit der Meldung, hey, das wird ungefähr in diese Zeit verschickt. Bei den vielen Börsen wird es zu einer kleinen Verzögerung kommen, weil Sie eine ganze Reihe von Abhebungen gleichzeitig zusammenfassen. Ja, das kann über Ihre Börse der Fall sein oder auch nicht, aber Sie haben trotzdem die gleiche allgemeine Idee, dass Sie eine Börse haben, die Sie nach einer Empfangsadresse fragt und diese zu gegebener Zeit an Sie sendet. Also ist das alles, worauf Sie jetzt warten? In Sparrow Wallet wird jetzt eine Pop-up-Benachrichtigung angezeigt, die Ihnen mitteilt, dass eine neue Transaktion eingegangen ist und dieser Bildschirm wird in eine neue Adresse dann umgewandelt. Tatsächlich müssen Sie nicht einmal auf diesem Bildschirm bleiben, sondern können einfach direkt zu Transaktionen gehen. Und wenn Ihre Transaktion abgeschlossen ist, wird hier ein Saldo angezeigt. Unten sehen Sie dann eine neue Transaktion und hoffentlich den Anfang Ihres Diagramms, das nur dann ansteigt, wenn Sie beginnen, Bitcoin anzusammeln. Wir kommen also wieder, wenn das passiert, kann ich also mein Exchange-Konto einfach minimieren oder entfernen. So, ich muss das jetzt nicht mehr hochhalten oder öffnen. So, Bonus. Quasi, wie kann ich jetzt die Adressen verifizieren auf meine Cold Card Queue? Ist ja auch erwähnenswert, dass ihr ja auf der Cold Card Queue Empfangs oder jegliche Cold Card Empfangsadressen, die Sie in Sparrow sehen, mit Ihrem Gerät überprüfen können. Ja, selbst. So, jetzt gehen Sie nur scrollen runter, um den Explorer zu adressieren und die Eingabetaste drücken. Dort heißt es, hey, das wird Ihnen die erste Zahlungsadresse geben, die von verschiedenen gängigen Wallet-Systemen erstellt wird. Und Sie können entweder die 4 drücken, um zu beginnen, oder Sie können die 6 drücken, um diese Meldung für immer zu verbergen. Okay, also drücke ich jetzt einfach die 4. Daraufhin werden verschiedene Adresstypen angezeigt, die Sie generieren können. Es gibt verschiedene Arten von Bitcoin-Empfangsadressen. Die gibt es klassisch. Also dieses hier heißt Wrapped SegWit und dieses hier SegWit. Also in dem Detail hier, Sie kann diese Adresse jetzt sehen. Tatsächlich, wenn ich diese aufrufe, würde ich das nebeneinander machen, aber wenn ich mein Bildschirm hier aufrufe und dorthin gehe, ich kann sehen, dass die letzten paar Ziffern dieser ersten Adresse aufgelistet sind, weil es die allererste Empfangsadresse ist, die mit denselben übereinstimmt. Hier also in Sparrow. Und wenn ich hier in diesen Abschnitt gehe und klicke, ja, würden Sie es eingeben im Cold Card, eine Liste mit Adressen wird hier angezeigt und ich kann nach unten scrollen und dort alle diese Adressen in eine Reihe sehen. Tatsächlich kann ich in Sparrow für diese Übergänge hin und her gehen, aber ich kann zu meiner Adressliste gehen und wenn ich mir Sorgen mache, dass ich nicht in dieser Reihe stehe, ja, dann kann ich das auf jeden Fall vergleichen, was auf meiner Cold Card steht. Das ist also nur ein kleiner Bonus hier, ja, ich sage hier, dass Sie nicht unbedingt jedes Mal tun müssen, aber es gibt einen nun ein gewisses Maß an Vertrauen, wenn Sie es einfach Sparrow überlassen, beide Plattformen zu nutzen, können Sie den Code prüfen und sicherstellen, dass er das auch tut, was er verspricht. So, wenn Sie dem Ganzen nicht vertrauen und selbst überprüfen möchten, dann sind Sie auch willkommen. Also, es ist jetzt einige Zeit jetzt später, jetzt vergangen, wir haben jetzt diese Transaktion erhalten. Ich war nicht an meinem Computer und habe es aufgezeichnet, als die Transaktion einging, sondern nur zu Ihnen. So, beachten Sie also, dass normalerweise in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms eine Benachrichtigung angezeigt wird, dass Sie darüber informiert sind, dass eine Transaktion eingegangen ist. So, da sehen Sie jetzt, der Dollarbetrag ist in dem Fall ist darauf zurückzuführen, dass diese Brieftasche auf US-Dollar lautet. Da können Sie sich auf Euro einstellen. Ja, der kanadische Dollar ist so schlecht, aber trotzdem waren es 200 kanadische Dollar oder 145 US-amerikanische Dollar. So, in einem Bitcoin stecken also 100 Millionen Satoshis. Heutzutage beziehen sich diese meisten Leute auf die Anzahl der Sets, die sie erhalten. Also, ja, wir sehen auch, dass Mempool jetzt bei 0 steht. Was bedeutet, dass wir dieses Transfer zum ersten Mal erhalten? 279.000 ja, steht da jetzt Sets.
Im Mempool bedeutet, dass es noch nicht vollständig offiziell bestätigt wurde, noch nicht, dass es auf dem Weg zur Bestätigung war oder ist, und bestätigen, sodass es mehr oder weniger irreversibel jetzt auf jeden Fall ist. Und jetzt in unserem, ja, unten sehen wir es in einem kleinen Abschnitt, hier können wir eine Transaktion sehen und es trägt die Bezeichnung Bull oder ja, die wir anbringen, bevor es einen Wert hat und dann hat es ein Gesamtsaldo. So ein und dasselbe ist, weil wir haben keine anderen Transaktionen, das wird im Datum hinzugefügt. Wenn wir es dann also erhalten, haben wir jetzt erfolgreich eine Transaktion über unseren Empfangsbildschirm empfangen, aber wir senden das aus. Im Sparrow senden wir das heraus. Wenn wir das mit unserer Coldcard jetzt machen wollten, wie machen wir das nun? Das werden wir als erstes jetzt mal sehen. Transaktionen senden. So. Als nächstes, was tun wir jetzt? Also wir werden jetzt senden, eine Transaktion senden aus Sparrow heraus, natürlich mit Hilfe unserer Coldcard Q. Dies ist nun der andere als das anfängliche Einrichten Ihrer Brieftasche. Es ist der einzige wirkliche Vorgang, für den Sie Ihre Coldcard Q jetzt im Konkreten benötigen, damit Sie Transaktionen empfangen können, Kontostand überprüfen können. Coldcard. Ohne das Ding jemals einstecken zu müssen, um es wieder auszugeben, können Sie sich das als einen Schlüssel vorstellen, um Ihr Geld einfach freizuschalten und das dorthin zu verschicken, wo Sie es für richtig halten. So, wir behandeln es als so, als würde es eingesteckt, ja. Es ist eingesteckt. So, und wir befassen uns jetzt damit, was tun Sie jetzt? Also, damit Sie auf Sparrow zunächst festlegen, was Sie tun möchten und es dann mit der von Ihnen erstellten Coldcard genehmigen, geben Sie die Unterschrift also ab oder Sie schalten das Geld frei, wenn Sie dazu bereit sind. So, wir gehen also auf die linke Seite und zu unserem Sendebildschirm und dort werden Sie nach einer Reihe von Fragen gefragt. Wo möchten Sie an welche Adresse, an welches Label, ja, Bezeichnung? Möchte ich ihm sagen, ja, dass wir eigene Unterlagen eintragen, welchen Betrag, welche Gebühr Sie dann sagen, damit für Ihre Transaktion ja, zahlen möchten. Diese Gebühr hat vor allem damit zu tun, wie ausgelastet das Netzwerk ist. Nummer zwei ist, wie viele Daten Ihre Transaktion in Anspruch nehmen. Nicht wie viel Sie senden, sondern wie viele Daten. Und drittens Ihre Präferenz, wie schnell, ja, die Transaktion basierend auf diesen Bedingungen durchgeführt werden sollen. Es ist einfach ein Schieberegler, zurück, hin und her und so weiter. Und dann machen wir von dort aus weiter. So, sagen wir also zunächst, wohin wir zahlen möchten. Jetzt können Sie hier verschiedene Dinge tun, wenn Ihnen jemand eine Nachricht sendet oder Ihnen eine E-Mail-Adresse sendet, können Sie diese in das Feld einfügen und das ist alles, was Sie brauchen. Wenn Sie jedoch vor Ihrem Computer sitzen und vielleicht eine Handy-Brieftasche oder was auch immer haben oder einen QR-Code scannen, können Sie das Gleiche tun. Also habe ich eine Kamera, also mache ich jetzt hier weiter, klicke auf dieses kleine Symbol hier, das Kamerasymbol. Hier können Sie sehen, ja, werde einfach das näher heranziehen, so sollte ich das alles erfasst haben. Kurzer Überblick auf mein Telefon, Blick auf mein Telefon, so letzten, ersten, einfach nur vergleichen, erst letzte paar Ziffern. Für mich ist also gut, alles großartig, in Ordnung. Dann werde ich das Ziel für meine eigenen Aufzeichnungen eingeben in diesem Fall. Werde ich etwa meine Arco Wallet jetzt öffnen? Ich habe ein Video dazu natürlich speziell gemacht von BTC Sessions. In die Shownotizen steht das da dann. So, schließlich ein Betrag in Sets, dann denken Sie daran, 100 Millionen Sets pro Bitcoin. Also, wenn ich also einen größeren Betrag, dann können Sie also Bitcoin in beide Richtungen natürlich auswählen. Dasselbe gilt, wenn Sie den gesamten Kontostand löschen möchten, gibt es an der Seite eine Maximalschaltfläche. Ich werde also dieses Mal den gesamten Betrag senden. Ich drücke maximal, das wird automatisch ausgefüllt und dann wird es an die Gebühr angepasst, die ich für den Versand zahlen werde. Schauen wir uns das dann nochmal die Gebührenspanne an. Also nur eine kurze Erinnerung an die Adresse, wohin Sie das nochmal senden, der Betrag, den Sie als Gebühr überweisen möchten und eigentlich nur ein einfacher Schieberegler, den Sie hin und her schieben. Was Sie hier bemerken werden, ist, dass Sie in diesem kleinen Abschnitt hier erfahren, welche Gebühr hoch, welche Priorität, mittlere, niedrig, bla bla, hoch, eine hohe Priorität bedeutet, dass Sie damit rechnen, dass Sie in den nächsten Transaktionsstapel dann eingeht, was im Durchschnitt alle 10 Minuten der Fall sein wird. Also on-chain, die Dinge werden vollständig bestätigt, wenn Sie auf Mittel- oder Niedrighalter oder je nachdem etwas länger. So, wie weit Sie von diesem Bereich dann abweichen, beachten Sie aber auf jeden Fall bitte, wenn Sie den Wert zu weit nach oben schieben, werden Sie darüber informiert, dass, hey, Sie zahlen hier zu viel, angezeigt wird. Sie können den Wert nach unten schieben und auf der anderen Seite, wenn Sie anfangen, nach unten gehen. So, dort steht, dass Sie das ausprobieren
So, wenn Sie die Gebühren dann später erhöhen möchten, natürlich können Sie das auch, wenn sie niedrig ausfallen, wenn Sie darüber informiert, dass die Transaktion wahrscheinlich nie durchgeführt wird oder dass sie wirklich scheitern könnte. Dies kann passieren, wenn Ihre Transaktion wirklich nie von den Miners abgeholt wird. Sie wird einfach auf die Brieftasche zurückgesetzt, von der sie stammt, sodass Sie in diesem Fall diese Warnungen erhalten. So, ich werde eine Transaktion mit hoher Priorität jetzt festlegen, die mich zu diesem Zeitpunkt etwa 92 Cent jetzt, also 1767 Sets kosten wird. Endlich bin ich hier unten. Das zeigt hier einen Fluss quasi. Transaktion, ja, nehmen Sie Transaktion an. Wenn Sie ein Stück Bitcoin erhalten, sehen Sie es tatsächlich hauptsächlich an die Aqua Wallet hier, die Sie angegeben haben. Und dann ist die Gebühr, die davon an die Miners und dann von ihr im blauen Knöpfchen, also für das nächste bisschen dann abgespalten wird, wie ich dann zuvor empfohlen habe. Wenn Sie Zweifel haben, dann ja, also man drückt jetzt auf Transaktion erstellen, jetzt eine Zusammenfassung, damit wird es jetzt abgeschlossen, Schaltfläche unterschreiben, ermöglicht es uns mit unserer Call Card Queue jetzt unterschreiben, aber wir müssen jetzt mit unserer Call Card jetzt bereit sein. In der Zwischenzeit müssen wir also, wie Sie hier sehen, sicherstellen, dass wir unsere PIN hier eingegeben haben, also Prefix, ja, die ersten Ziffern, dann kommen die, sind wir eingeloggt, können loslegen, ja. So, wir werden es Seite an Seite jetzt ansehen. Ich zoome einfach auf das, auf das, ja, auf die Sparrow Wallet, um zu signalisieren, dass es eine Option zum Scannen gibt, damit nach verbundener Hardware wird jetzt gesucht, die Cold Card jetzt, ja, jetzt sieht. Also klicken wir auf die Schaltfläche. Dadurch werden wir nun auf die Cold Card jetzt aufgefordert, die Transaktion zu genehmigen. So, hier auf der Cold Card steht, hey, das ist in Ordnung, ist es ja, senden oder nicht? So senden, ja, so viel und so viel in Dezimalzahlen oder in Sets. Folgende Adresse auf Sparrow Wallet und ich sehe, dass es korrekt ist. Alle Netzwerkgebühren, 1767 Sets, sieht gut aus. Ja, das gibt einige zusätzliche Informationen natürlich. Hier ist im Grunde, drücken Sie die Eingabetaste, um genehmigen, unterzeichnen, brechen Sie alles ab, um Vorgang abzubrechen. Wenn ich gerade eben so, jetzt sehe ich hier Eingabetaste auf meine Q-Card, bestätige ich hier damit und los geht's. Springe ich zurück, Broad, ja, auf meinem Hauptbildschirm, ja, und ich sehe Q, ja, und jetzt sehe ich die Unterschrift und die kleine Balken hier. Ich habe meine Unterschrift für meine Q-Card, die ich genehmigt habe. Niemand weiß, aber wir müssen nur noch den letzten blauen Knopf hier noch drücken. Broadcast Transaction, ja, die Transaktion senden. Das wird an Bitcoin-Netzwerk weitergeleitet. Jeder weiß, was Bescheid. So, also werden wir es tun. So, das dauert jetzt einmal. Signatur steht natürlich nicht, noch nicht bestätigt, aber man sieht schon oben rechts, ja, eine neue Mempool-Transaktion in der oberen rechten Ecke, dass Sie eine Transaktion erhalten haben und jetzt haben wir erfolgreich eine Transaktion an uns gesendet. So, hier ist die Wallet, nur um zu zeigen. Hier ist mein Aqua Wallet und es hat tatsächlich eine ausstehende Transaktion. Ich zoome hier einfach mal hinein. Also los geht's. Ich habe hier eine ausstehende Transaktion für diese Menge an Sets oder Bitcoin, 277.000 Sets und hier ist sie, ja, die Sparrow Wallet. Und jedes Mal, wenn ich oder wenn Sie an einer Transaktion wie diese arbeiten, wie durch die erneute Einrichtung dessen, was Sie tun möchten, eine eigene Registerkarte genau für das geöffnet, woran Sie für diese Transaktion gearbeitet haben und so weiter. Und sobald Sie sie abgeschickt haben, können Sie diese Registerkarte schließen, indem Sie auf das kleine auf den kleinen Link da jetzt. So, jetzt hier sehen wir eine neue Transaktion, die oben aufgeführt ist. Wenn Sie diese 279.000 Sets dann aus unserer Brieftasche nehmen und jetzt bemerken, dass dort unbestätigt steht und dass dies in etwa 10 Minuten als bestätigt angezeigt wird. Weil wir es getan haben, so führen Sie die Gebühr mit hoher Priorität aus und es wird dann sofort aktualisiert und das sehen wir es schon genau dort. Also sehen wir hier wieder, dass unsere Bestätigung gerade aufgetaucht ist. Und wir können jetzt sehen, dass diese jetzt bestätigt ist. So nichts im Mempool, so etwas, so dass, ja, so jetzt haben wir eine Transaktion mit unserer Cold Card. So, wie können wir jetzt unsere Cold Card jetzt recovern, also das Backup so wiederherstellen?
ist ein wichtiger Teil dieser ganzen Verwendung, dieser ganzen, des Tutorials überhaupt. Wie kann ich mit einem Hardware-Gerät das ein Backup erstellen und wie Sie im Falle eines Hardware-Fehlers eine Wiedererstellung durchführen können. Also was, wenn Sie zum Beispiel verlieren, das Gerät oder was auch immer, wenn es kaputt geht oder nicht mehr darauf zugreifen können oder Ihr Geld ja, zurückgehalten müssen, dann kommt Ihre Seed-Phrase, Ihre 12 oder 24 Wörter wieder ja, in Aktion, die Sie am Anfang dieses Videos aufgeschrieben haben, möchte, dass Sie es jetzt tun. Folgen Sie mir, durchlaufen Sie diesen Genesungsprozess, Wiederherstellungsprozess, damit Sie die Gewissheit haben, dass Sie das auch tun können, wenn eine stressige Zeit kommen sollte und Sie irgendwann in der Zukunft auf etwas stoßen, dass Sie müssen wissen, dass Sie bereits getan haben und wissen, dass das so funktioniert. Also werden wir das Folgendes tun. Wir werden dieses Gerät löschen und den Schlüssel zu dem Gerät entfernen. Wenn Sie das Geld von diesem Gerät abheben, ist es also mehr oder weniger leer und wird nicht mehr vollständig leer sein, da der PIN-Code immer noch vorhanden ist, aber die Schlüssel nicht mehr vorhanden sind. So, wir werden nur die schriftlichen Schlüssel haben, mit denen wir die schriftlichen Schlüssel erhalten, mit denen wir auf unser Geld zugreifen. Hier gehen wir auf die Brieftasche, erweiterte Slash, ja, gehen wir erweitert, Advanced, drücke die Eingabetaste, gehen wir ganz einfach nach unten, wo die Gefahrenzone steht und wir werden hier dort die Eingabetaste drücken. Also gehen wir als nächstes zu den Seed Phrase, also zu den Seed-Funktionen, und gehen zu dem ominösen Seed-Zerstörer, Wortzerstörer, den wir eingeben werden. Dann steht, sind Sie sicher, diese Seed-Wörter zu löschen und die Brieftasche zurückzusetzen? Gehen Sie einfach, ja, verloren. Sie sollten jetzt eine Sicherung der Seed-Phrase haben, der Wörter. Wir werden also die Eingabetaste drücken. Sind Sie wirklich sicher, dass diese Aktion sicherlich dazu führen wird, dass Sie alle mit dieser Brieftasche verbundenen Gelder verlieren? Bla bla, haben eine Sicherung, Sie haben eine Sicherungskopie, wie Sie in ein neues Wallet das importieren können. So, und Sie haben jetzt alle Nachrichten gelesen, die Konsequenzen akzeptiert. Also nur damit Sie einfach wissen, ja, was die Konsequenzen sind. So, jetzt die ersten Ziffern noch einmal. Ja, also, ja, da steht jetzt, wir sind jetzt auf dem ursprünglichen Bildschirm, wie wir gesehen haben, nachdem wir unser PIN zum ersten Mal wieder eingerichtet haben, sodass wir im Grunde wieder bei Null sind. Wir haben also keine Tasten auf diesem Gerät. Eine Sache, die ich auch hier beachten werde, wenn Sie Gerät und Sie kaputt geht, also wenn Sie es ausgetauscht haben und Sie ein neues Gerät verwenden und es einrichten, werden Sie aufgefordert, zuerst eine PIN einzurichten, wie wir es beim ersten Mal getan haben. Aber beachten Sie jedoch, dass die Anti-Angel-Wörter, sind zwei Wörter, ne, die dann oft aufscheinen, jedes Mal, obwohl Ihre PIN dann das gleiche gilt, auch wenn Sie dasselbe PIN verwenden. Es werden also neue Anti-Angel-Wörter angezeigt. Da ist auch davon abhängig, welches Gerät Sie verwenden. Also geraten Sie nicht in Panik, wenn Sie jetzt auf einem neuen Gerät unterschiedliche Anti-Angel-Wörter sehen oder Phishing-Wörter oder was auch immer, werden wir auf jeden Fall anstelle neue Startwörter importieren wählen. Wir drücken die Eingabetaste, dort steht, wie viele Wörter Sie haben, 12, 18, 24 und so weiter. Gibt uns einige Optionen. 12 Wörter hier werden wir natürlich verwenden, wie ursprünglich, es sei denn, Sie haben etwas anderes gemacht. Jetzt können Sie die Seed-Phrase, Startwörter eingeben, wie Sie es zuvor hatten. Ich benutze jetzt Tastatur, also machen wir das und machen von hier aus weiter. Also möchte ich Ihnen ganz schnell zeigen, wie Sie mit der Eingabe beginnen. Mein erster Wort ist also Radio. Wenn ich mit der Eingabe beginne, zeigt es mir an, was das nächste Taste jetzt sein könnte. Es liegt daran, dass es eine begrenzte Anzahl von Wörtern gibt, die möglicherweise Teil einer Startphrase oder sein könnten. Es gibt also 20, also Entschuldigung, 2048 mögliche Wörter, die hier sein könnten, sodass Sie hier nächster Schlüssel entweder ein A oder ein I sein wird. Nun, es ist ein Radio. Sobald ich tippe, das ist die ersten vier Ziffern oder Buchstaben des Wörters braucht, um zu wissen, wie das Ganze hier lauten wird. Also ist mein nächstes Wort Toilette. Also sollte ich nur T-O-I und so eingeben müssen und dann sollte es erledigt sein. So. In manchen Fällen brauchen Sie nur noch weniger sogar Buchstaben eingeben. Also werden wir das für den gesamten Satz jetzt durchgehen, bis wir am Ende angelangt sind. Wenn Sie also vollständigen Satz eingeben möchten, ist alles in Ordnung. Es soll also gültige Wörter heißen. Drücken Sie die Eingabetaste. Also mache ich das hier. Das wendet es hier das jetzt alles an. In Ordnung. Ihre Cold Card wurde jetzt für die besten Sicherheitspraktiken konfiguriert. Und sie löscht im Grunde genommen alle meine Einstellungen. Also ist hier mein USB derzeit jetzt noch, also deaktiviert. Und das heißt jetzt, Sie können jetzt unter diesen Einstellungen Hardware ein- und ausschalten, das ändern. Wir werden das tun, weil wir Zugriff auf dem Computer jetzt benötigen natürlich. Also gehen wir zu den Einstellungen Hardware ein- und ausschalten und gehen dann zu USB, ja,
Sie, ich schalte es ein. Okay, wir klicken drauf, abbrechen, Hauptbildschirm zurückkehren und los geht's. Sagen wir auch, dass Sie vielleicht gerade eine große Katastrophe hatten, keinen Zugriff mehr auf denselben Computer, wie früher aktiviert, aber Sie müssen Ihre Brieftasche importieren. Das können Sie auch tun und das könnte in einigen Fällen zutreffen, wenn Sie gerade Sparrow Wallet oder etwas Ähnliches gelöscht haben oder einen neuen Computer haben und dieselbe Cold Card sozusagen zugreifen müssen, was Sie jetzt verwendet haben. Also das ist jetzt sozusagen dieser Fluss des Ganzen. So, jetzt Computer, da bin ich jetzt am Computer, möglicherweise Sparrow herunterladen, eventuell einige Einstellungen am Anfang, wie wir es getan haben, ursprünglich den gleichen Ablauf durchgehen, Datei, neue Brieftasche, ja, mit demselben Computer, ja, das erste Mal Q1, wir nennen es und klicken jetzt Brieftasche erstellen, wir sagen verbundene Hardware, wir werden jetzt Brieftasche danach durchsuchen, wir werden auf Schlüsselspeicher importieren, klicken, weil die Cold Card erkannt wird, so, und das sollte ihm alle Informationen abrufen, die wir benötigen. Okay, also werden wir alle diese Informationen hier abrufen. Wir werden übernehmen. Wir kein Passwort, wie wir es so getan haben. Zurück zu den Transaktionen schauen wir mal an. Wir können unsere Transaktionshistorie sehen. Voller Zugriff auf unsere Gelder, wie wir es zuvor getan hatten. Das ist also Ihr Ablauf. Wenn Sie alles verloren haben oder Sie können es per PC dann verschicken, wenn Sie gerade Sparrow verloren haben oder wenn Sie gerade Ihr Cold Card verloren haben, haben Sie immer noch Zugriff. Jetzt gibt es noch etwas anderes, was ich tun möchte, ganz schnell angezeigt. Und das heißt jetzt, wenn Sie diesen kleinen Tab hier versehentlich geschlossen haben und zum Sparrow-Hauptbildschirm zurückkehren, seien Sie sich beunruhigt. Sie haben nur noch Sie haben noch Zugriff natürlich. Ganzes Durcheinander von Brieftaschen, weil ich viele Tutorials hier gemacht habe. Aber lass uns das Q1 so jetzt öffnen, das ich jetzt erstellt habe. Es ist übrigens das alte noch. Wir klicken jetzt auf Öffnen, ja, zurück zu unserem Hauptbildschirm. Und wir haben jetzt so. Jetzt müssen wir natürlich den PIN jetzt wieder ändern. Wir haben jetzt Zugriff auf alles wieder. Das Letzte, was ich ansprechen möchte, ist das Zurücksetzen Ihrer PIN. Wenn Sie die vorhandene PIN jetzt ändern möchten, möchten Sie sich die vorhandene PIN merken. Dazu müssen Sie sich anmelden, scrollen Sie ganz nach unten zu den Einstellungen, wählen Sie die Anmeldeeinstellung und wählen Sie dann als oberste Option die Option Ihrer Hauptpin ändern. Dort steht, dass Sie die Hauptpin dann ändern möchten, die Sie zum Entsperren Ihrer Cold Card verwenden. Es gibt absolut keine Möglichkeit, dies wiederherzustellen. Wenn Sie die Pin dann vergessen haben, schreiben Sie sie auf. Wir drücken die Eingabetaste für die Hauptpin. Sie werden dann gefragt, was Ihre ursprüngliche Pin war. Geben Sie sie also ein, drücken Sie Eingabetaste, Anti-Fischerei-Wörter werden ja angezeigt, die zwei, wie wir eingegeben haben, die zweite und dann das Suffix, also zweite PIN, dann wir drücken die Eingabetaste wieder und werden dann gefragt, wie Ihre neue PIN lauten soll. Also mache ich ganz einfach 1, 2, 3, 4. Beispiel, es gibt mir zwei neue Anti-Phishing-Wörter und als weiteres Beispiel geben wir nur noch 1, 2, 3, 4 noch einmal, wir drücken die Eingabetaste. Und werden dann aufgefordert, dies nochmal zu tun, um die Eingabe dann des Speichers, ja, also es wird dann gespeichert, verifiziert, die PIN wird dann bestätigt und da kommen wir jetzt nochmal zurück und hier auf Abbrechen drücken noch einmal, dann zurück zum Hauptbildschirm zurückkehren, unsere neue PIN dann wurde eingeführt, oder, ja, festgelegt, die alte ist jetzt so. So, lassen Sie uns das Ganze nochmal finale Gedanken, lassen Sie uns über die letzten Gedanken machen, warten. Es gibt also was denkt der BTC-Chef darüber? Also das Ganze. So, ja, also es gibt da allerhand Schnickschnack-Funktionen, wie wir besprochen haben. Wir können auf eine einfache Art und Weise jetzt verwenden. Sie können einfach anschließen, natürlich mit dem Kabel USB-C. Sie wissen, dass Ihre Seed-Phrase generiert, wie Sie die Seed-Phrase, Transaktionen senden, empfangen. Und einige erweiterte Funktionen, das können wir später dann machen, das ist irgendwann mal oder separat, das ist alles in Ordnung, das war die Taktik, die wir heute natürlich gewählt haben. Es gibt viel zu besprechen in den fortgeschrittenen Prozessen hier, aber in den folgenden Videos, die er BTC Session macht, wird er diese Dinge besprechen, diese Themen. Und ja, als erstes hinzufügen eine Tastatur, also ja, unglaublich. Viel einfacher alles gemacht, zugänglicher gemacht, praktischer gemacht, nützlicher gemacht, mit der Cold Card Q umzugehen. Ich liebe, also muss sagen, also wenn man eine Tastatur hat, insbesondere bei der Wiederherstellung der Cold Card, ja, das wird sehr, also das ist ja willkommen Sache, weil Wiederherstellung mit der 12-Wörterfrau der 24 so viel schneller ging, als durch die Charaktere jetzt nochmal scrollen zu müssen, ja.
Also man kann es wirklich froh sein, dass bei der Erstellung dieses ersten Videos hier wirklich aufgefallen ist, dass es größer ist. Natürlich die Bildschirmgröße ermöglicht auch das Folgen der Menüs, von denen einige ganze Reihe von Optionen haben können. Dadurch kann man natürlich sehen, wo sich die Dinge befinden, ohne bis zum Ende scrollen zu müssen und dann zu bemerken, dass sie sich im falschen Menü vielleicht befinden. Und dann auch nur auf der allgemeinen Navigation, das Drücken von Tasten und so weiter. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es viel reaktionsschneller ist. Ja, also man reagiert viel schneller, möglicherweise eine Taste auf der ursprünglichen Callcard. Es kann aber sein, dass es, man muss einfach fester drücken, wohingegen diese Tasten nicht ziemlich reaktionsschnell sind. Sie reagieren tatsächlich auf jeden einzelnen Klick. Also das ist auch ein weiterer Schritt, was die andere schöne Sache ist, die mir hier an diesen Dingen gefällt, die wir haben, was wir besprochen haben, sind die Batterien, also diese drei AAA-Batterien. Also können Sie die Batterien hier einsetzen oder einen Stromquelle natürlich anschließen, wie bei der ursprünglichen Callcard. Also haben Sie den Zugang dazu. Sie müssen keine Batterien jetzt haben. Sie können es einfach jetzt einfach anschließen. Ja, aber es ist möglich, Batterien zur Hand zu haben und die gesamte Einrichtung durchführen zu können, ohne an einen Computer anzuschließen. Ich kann es einschalten, verwenden, wie ich es für richtig halte. Und das wird dann auch in einigen zukünftigen Videos dann abgespielt, wo Sie sie möchten. Ich muss es überhaupt nicht an den Computer anschließen. Ja, was Völlig. denke ich quasi als Abschluss meine Gedanken dazu, also so wie es für mich auch aussieht, und BT Sessions hat eine tolle Arbeit hier geleistet mit seinem letzten Tutorial für die Coldcard Q Hardware Wallet. Es schaut auf jeden Fall bedienlicher aus, nützlicher, praktischer, vor allem für Bitcoin-Anfänger. Es hat einen größeren Bildschirm. Man braucht nicht mehr hin und her scrollen für bestimmte Funktionen. Man kann das einfach über den Bildschirm dann einfach sehen oder über die Tastatur eingeben. Vor allem, wenn es um die Wiederherstellung des Backups geht oder was auch immer. Oder die Schlüsselwörter eingeben und so weiter. Also es ist auf jeden Fall viel einfacher geworden von der Energieversorgung auch. Man kann es natürlich klassisch mit einem, also klassisch, also das ist aber, würde den Sinn sozusagen obsolet machen, mit einem Kabel verbinden, aber dann wäre es nicht mehr air-gapped. Ja, also es ist nicht mehr offline air-gapped, sondern, und dafür gibt es ja diese Micro-SD-Karte, oder auch über die Funktion QR-Code, ja, dass man das einfach einscannen kann oder mit der Webcam erfassen kann. Also das Anschließen der Callcard, egal welche Callcard, ob das ist MK4 oder die Callcard Q ist, ja, ich würde davon abraten, weil das Gerät mit dem Kabel zu verbinden, also mit dem Kabel natürlich das Daten kommuniziert und überträgt, sondern einfach wirklich nur offline, also air-gapped arbeiten. Ja, also sei es jetzt, indem man zum Beispiel eine Transaktion signiert und dann wieder zurück auf die Karte und dann wieder das Ganze signiert und wieder zurück und so weiter. Natürlich, es ist ein bisschen vielleicht umständlicher, aber es ist es nicht wirklich. Also sobald man die Routine hat, ist es wirklich ein Klacks. Es geht alles geschmeidig. Und ja, und es würde den Sinn einfach dann nicht mehr erfüllen. Also es wäre dann nicht mehr air-gapped, ja, weil von der Technologie her, von der Sicherheit her, von der Redundanz her, die eingeflossen ist in diese Technologie, auch also im Hinblick auch auf die Hardware-Komponenten, ist es eben so, dass die Callcard wirklich also absolut super paranoid sicher ist. Ja. Gut, ansonsten gibt es diverse andere Tutorials von BTC Sessions, die ich gegebenenfalls dann in weiterer Folge auch synchronisieren, übersetzen oder vielleicht kurze Segmente herausnehmen würde und die dann auf Deutsch übersetzen würde oder synchronisieren würde. Ansonsten, ja, verwendet einfach meine Callcard oder CoinKite-Link und verwendet den Discount-Code Davani. Damit könnt ihr auf jeden Fall einen kleinen Rabatt, ich glaube um die 5% gewährt bekommen. Und ja, und ich kann euch nur raten, bitte verwendet die CoinKite für eure, was auch immer, ob das eine Single Sig Wallet ist oder Multisig Signatur Wallet. Also
Sollte auf jeden Fall ein Teil, eine Multisignatur auf jeden Fall sein. Wenn nicht sogar, ihr könnt ja mehrere Cold Cards verwenden, eine MK4, eine Cold Card Q. Aber es ist wirklich, sie haben ganz tolle Produkte, CoinCard hat überhaupt ganz tolle Produkte, aber das legendäre Produkt ist auf jeden Fall die MK4 oder die Cold Card Q jetzt zurzeit. Ja, mein Name ist Kevan Davani. Ich bin der Host der Davani Connection Show, Bitcoin-fokussierte Show, aber sehr holistisch. Gut, mein Name ist Kevan Davani und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss.